herzlichen Glückwunsch. Beschreiben Sie mal Ihre Gefühle. Ja, mega. Also unfassbar, was wir heute hier auf den Platz gebracht haben. Was für eine Energie. Ich glaube, wir haben das gezeigt, was wir wollten. Ich glaube, von draußen hat man gemerkt, einfach, dass wir wirklich wollten. Und ja, es war einfach mega. War es aus Ihrer Sicht vielleicht auch das beste Länderspiel des Jahres? Puh, eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr kaputt. Bin, glaube ich, viel gelaufen, viel die Lücken zugemacht. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, ja. Wie haben Sie denn die ganze Atmosphäre, die Stimmung hier erlebt? Das war so ein Wechselspiel, hatte man das Gefühl. Ja, mega. Also was hier schon wieder für eine Stimmung ist, unglaublich. Also ich glaube, das Stadion ist fast ausverkauft. Mega Stimmung. Hört man, glaube ich, jetzt noch ein bisschen. Einfach mega, ja. Man hatte so das Gefühl, jeder hatte Lust, den Ball zu haben. Da war ganz viel Selbstvertrauen dabei. Wie haben Sie es selbst erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also man hatte wirklich immer Anspielmöglichkeiten, wenn man den Ball hatte. Man fühlte sich einfach sicher auf dem Platz. Kommunikation war da, Spielfreude war da. Also sehr gutes Spiel von uns, ja. Sie haben gerade beim Gang hier noch gesagt, jetzt muss Wales noch geschlagen werden, ne? Damit es klappt mit dem Olympia-Ticket. Da gerät man schon ein bisschen durcheinander. Aber wie zuversichtlich sind Sie, dass es gegen Wales klappt? Sehr zuversichtlich. Also wenn wir das Spiel jetzt, wie wir heute wieder gespielt haben, das auf den Platz bringen, dann bin ich sicher, dass wir auf jeden Fall da auch gewinnen werden, ja. Sie haben ja vorher nie gezweifelt. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Leistung? Wie stolz sind Sie auch auf die Mädels? Ja, wir wollen Sie jetzt nicht unbedingt gratulieren. Wir müssen die Mannschaft gratulieren, weil die Mädels haben es einfach grandios gemacht. Ich habe ja gesagt, ich meine, auf der anderen Seite, ja, ich weiß, was für eine Qualität da ist. Und ich kenne die einen ja auch ganz gut, die meisten ziemlich genau jetzt über die Jahre schon. Und nein, ich habe einige gewusst, dass ich mich darauf verlassen kann. Aber wie gesagt, sie haben es wieder ein bisschen spannend gemacht. Ich meine, das 2-0 war ja okay, obwohl wir Halbzeit schon noch höher führen können. Aber dann so lange zu warten bis zur, sag ich mal, 85. Minute, hätte nicht nötig sein müssen. Nein, die Mädels haben sich belohnt für das, was für den Aufwand, den sie betrieben haben. Und da bin ich eigentlich froh drüber. Haben Sie denn die Atmosphäre hier in Rostock erlebt? Ja, deswegen, das war ja das, was wir, man hat ja schon vorher gemerkt, die Leute haben uns gleich mitgenommen, wie wir gekommen sind, schon auch beim Einlaufen, wo die Torhüter eingelaufen sind. Ich habe auch draußen geguckt und es war einfach, ja, letztendlich, da haben die Mädels ja auch gesagt, in der Halbzeit schon, dass das bombastisch ist, wie die Leute mitgehen, wie sie anfeuern, anschieben. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Jetzt geht es gegen Wales. Nur noch eine Formsache, oder? Ja, das war mir klar, dass das jetzt kommt. Ich habe aber von vorne, ich glaube, wenn man die Interviews zurücknimmt oder die ich schon gegeben habe zuletzt, glaube ich, habe ich gesagt, das schwerste Spiel kommt jetzt eigentlich. Naja, aber ich glaube nicht, dass die Mädels sich das jetzt wegnehmen lassen, weil beim ersten Spiel haben wir sie eigentlich klar dominiert. Und ja, es wird eine harte Nuss, da bin ich mir ganz sicher. Aber nein, ich denke mal, wir werden da von Anfang an also das Spiel für uns wieder so machen, wie wir es heute gemacht haben, und wir werden es dann auch für uns entscheiden. Ist der Reiseführer Paris schon in der Tasche? Bitte? Der Reiseführer Paris, ist der schon irgendwo in der Tasche? Kenne ich ja. Ich war ja schon mal in Frankreich vor, weiß nicht, 5 Jahren war das, wo ich da mit meiner Frau hinterher gefahren bin und habe mir die Spiele angeguckt damals. Also das wäre nicht so schwierig, da hinzufahren. Olympia wird sicherlich schwieriger, dann Karten zu kriegen. Es sei denn, Sie sitzen da noch auf der Bank. Alex Popp hat gerade Ihrer Frau auch gedankt, dass sie noch mal freigegeben hat, ja. Um hier interimsweise zu trainieren. Wie lange würde Ihre Frau das denn noch mitmachen? Ach, meine Frau hat alles mitgemacht. Ich bin jetzt über 50 Jahre verheiratet, also das wird sie auch weiterhin überleben.